Hallo, hier ist der Öscher von Move36. Wir gehen heute wieder ins Kino in CineStar. Wir kriegen einen Film zu sehen, der noch nicht offiziell in Deutschland angelaufen ist. Zahlen nur 5,50 Euro Eintritt, wissen aber halt leider nicht, was für ein Film kommt. Hier schon mal ein Ausschnitt. Du hast sie umgebracht. Nein, habe ich nicht. Warum bist du da nicht in Berufung gegangen? Bevor wir jetzt aber den Film sehen und ihr den Trailer zu sehen bekommt, gibt es auch ein paar kleine Spielchen. Ich habe Angst, dass der Moderator, der Dirk, jetzt gleich kommt und mich von hinten wieder erschreckt. Es wird Zeug verlost, wie zum Beispiel T-Shirts, Popcorn, CineStar, Quietscheentchen. Es wird große, große Klasse. Guckt es euch auf jeden Fall an. Dann kriegt ihr, wie gesagt, den Trailer zu sehen. Danach frage ich die Leute, wenn sie direkt aus dem Kino rauskommen, wie sie so den Film fanden. Und dann setze ich mich mit dem Dirk, der hier im CineStar arbeitet, nochmal hin und wir analysieren den Film ein kleines bisschen gründlicher. Wird toll. Viel Spaß. Diese Woche war Kreativität gefragt. Die Teilnehmer mussten aus drei zufällig ausgewählten Filmen jeweils die Hauptcharaktere in einem dritten Setting gegeneinander kämpfen lassen. Das Publikum wählte den Gewinner. Seine Geschichte findet ihr ganz am Ende des Videos. Oh, einmal Applaus für J. Der hatte... Okay. Jetzt brauchen wir einen Applaus für M. Mit Stifler, Riddick und Malaba. Ja, ich bin gespannt. So. Ich glaube, du hast ein Shirt, aber ich glaube, das ist ein Girlie-Shirt, weil das ist ein Shop, das aber du darfst dich gerne entscheiden für eins von den anderen. Ja, du hast ja nochmal Karten drin von Bond. Ach ja. Ein Shirt, Popcorn. Das Shirt darfst du gerne umtauschen gegen eins von den anderen. Auch der Gewinner des Online-Gewinnspiels wurde mit Hilfe einer Schätzfrage ermittelt. In welchem Jahr kam dieser Film ins Kino? 2006. 2006. 2004. 2004. 2008. 2008. 2005. 2005. Du bist der? Lars. Lars, okay, du hast gewonnen. Ich weiß. Das war genau 2004, du hast dich vorher erkundigt. Ja. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Dann wurde noch haufenweise Popcorn und Gratis-T-Shirts verteilt und der Film begann. Was damals geschehen ist, ist wirklich furchtbar. Ihr Bruder sitzt schon seit 28 Jahren im Gefängnis. Hört zu, ihr könnt mich nicht von der Unschuld meines Bruders überzeugen. Aber wir dürfen Fragen darüber stellen, was in jener Nacht passiert ist. Erzähl mir von diesem Verein. Wir nennen ihn den Kill Club. Ehemalige Polizisten, Versicherungs- und Privatdetektive. Wir lösen Kriminalfälle. Das ist unsere Mission. Geh zu Ben. Bei ihm fängt alles an. Was redest du da? Libby, Ben ist unschuldig. Da kommt meine kleine Schwester nach all diesen Jahren. Los, stell mir die Frage. Das muss ich nicht. Du hast sie umgebracht. Nein, habe ich nicht. Warum bist du da nicht in Berufung gegangen? Wer hat sie getötet? Ein Rätsel mit vielen offenen Fragen. Satanismus. Komm schon, Baby! Ich bin nicht bereit dafür. Du hast gelogen und ich auch. Alle Menschen lügen. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit sagst. Du tust mir leid, kleines Mädchen. Du bist genauso gefangen, wie ich es bin. Ich hab dich lieb, Libby. Vergiss das bitte nie. Ja, Film an sich war gut. Das Ende war ein bisschen... plump, fand ich. Also war dann doch alles ein bisschen zu verschachtelt. Ich fand den Film in Ordnung. War ziemlich spannend. Ja, ein bisschen krank abgedrehte Story, aber ja, fand es in Ordnung. Naja, Story, kaum Handlung, hat so vor sich hingeplätschert, meiner Meinung nach. Bis auf ein, zwei krasse Szenen hat er mich nicht so überzeugt. Schrecklich und deswegen sehr gut. Also ich finde, er hat, er hat das, was er wollte, sehr gut erreicht. Und ist ein guter Thriller. Ich habe dem Film 9 Punkte gegeben, weil ich ihn super gut fand. Nur er war mir ein bisschen zu lang und das Geschwafel am Ende fand ich nicht gut. Der Film war gut, aber ich würde mir wünschen, ich hätte das Buch gelesen. Ich glaube, das war besser.
Dark Places, gefährliche Erinnerungen oder geheime Erinnerungen, ich bin mir nicht sicher. Ein Film, der beim Publikum doch echt gut angekommen ist, jedenfalls was ich hier draußen so gesehen habe. Ich habe gar nicht jetzt wirklich reingesehen, wie viele Punkte gegeben worden sind. Deswegen weiß ich auch noch nicht wirklich, wie er denn so ganz ankam. Da weiß wahrscheinlich mehr als ich. Ja. Es geht auf jeden Fall um die Überlebende eines Massakers, würde ich mal so sagen. Ja. Da ist die ganze Familie abgeschlachtet worden. Mutti, Vati ist schon lange weg und zwei Töchter. Der Bruder hat überlebt und das kleine Mädchen, was Charlize Theron jetzt als Hauptfigur verkörpert, hat auch überlebt. Und naja, der Bruder war es wohl und sitzt deswegen schon seit 28 Jahren im Knast. Die Libby hat das nicht ganz so verkraftet, ist komplett pleite. Und auf einmal tritt ein komischer Club an sie ran, so eine Art Detektiv, so Detektiv-Boys, ehemalige Polizisten und so weiter. Und die interessieren sich halt für alte, schräge Mordfälle. Und wollen ihn quasi neu aufwickeln. Sie ist erst ganz dagegen, macht es nur wegen der Kohle, aber findet es dann doch irgendwie interessant und es entspinnt sich eine Geschichte, die nie vorauszusehen ist, höchst spannend erzählt ist, wenig Action, aber spannend und sehr düster. Also noch ein bisschen dunkler und es wäre ein Schwarz-Weiß-Film. Ja, viel Farbe war nicht drin, hätte es auch nicht gebraucht, hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich den Film gut getan, wenn es so schön bunt war. Also hat war, zur Stimmung gepasst. Hat gepasst, ja. Es nach und nach entrollt sich halt wirklich der Abend. Man sieht auch immer mehr dann auch nochmal wirklich, was damals in der Nacht passiert ist. Da gibt es immer noch so kleine Zwischensequenzen. Also der Film springt quasi in den Zeitebenen. Ja. Immer wenn die 38-Jährige oder sowas... So da rum. So, ja, so ein paar und 30 Jahre alt ist er, die Hauptfigur. Und immer wenn die neue Erkenntnisse quasi gewinnt, springt der Film sofort zurück in die Vergangenheit, als sie noch Kindern sind und zeigt dann diese entsprechende Stelle. Und das ist beides sehr, sehr gut gemacht. Ja, also das ist nie langweilig. Klar, er ist langsam. Es gibt da keine riesen Action-Szenen, wo geballert wird oder ganz viel passiert. Aber dafür war er doch relativ gut, weil man wirklich... nicht, also bis zu den letzten 5 Minuten weiß man eigentlich nicht, was ist da jetzt wirklich passiert. Und ist dann extrem überrascht. War wirklich jetzt der Bruder der Mörder? War er es nicht? Wer war es sonst? Wer war es sonst, ganz genau. Ja, doch. Ich basiert irgendwie auf einem Buch, habe ich gelesen. Ob das Buch jetzt auf einer wahren Geschichte basiert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie es auch mit reingeschrieben. Ja. Kann man sich angucken, wenn man sowieso so Krimis, Thriller mag, die jetzt nicht unbedingt actionreich sind oder besagt nur mit Action aufwarten können. Klare Empfehlung. Was ich dazu noch sagen möchte, der Film von dem Regisseur, ich weiß nicht, Gillian, Frau, Mann, weiß man nicht, dem sein letzter Film war Gone Girl und der geht, glaube ich, den habe ich nicht gesehen, aber der geht wohl in dieselbe Richtung. Ich vermute, dass wir den auch in der Sneaky gespielt haben, irgendwas war da, Gone Girl, müsste ich nochmal ausgraben, wie viele Punkte er bekommen hat, aber meine Erinnerung ist der nicht so gut hängen geblieben, der Gun Girl. Ich hab nur ein paar Kritiken gelesen und es hieß, der war auch sehr, sehr spannend. Also wer Gun Girl mochte, wird diesen auch mögen, wenn nicht sogar besser finden. Tolles Teil. Ja, fand ich gut. Angucken. Kinobefehl. Kommen wir zur Auswertung. Die man unbedingt angucken muss. Ja, Warcraft, The Beginning. Warcraft, ja. Der Film darf nicht schlecht werden. Und unbedingt die Sneak nächste Woche, weil da läuft ein Film. Oh, freuen wir uns. Gut, dann bin ich ja leicht im Vorteil, weil wenn du nicht weißt, wie die Leute drin bewertet haben, weil du wahrscheinlich gequatscht hast oder sowas, habe ich hier draußen ich Stempel gegeben. Eiskalten Journalismus betrieben und mal hinter die Kulissen geblickt. Die fanden den alle gut. Ich sag mal, 7,8 Punkte. Du musst aber wirklich bedenken, es sind ganz schön viele raus. Habe ich jetzt von weiter jetzt hinten nicht gesehen. Ja, ja, klar, ich sitze ja fast an der Tür. Es sind einige raus, ob die alle bewertet haben. Ich hoffe es, weil dann kriegen wir jedenfalls eine eherere Bewertung, als wenn sie einfach nur rausgehen. Also ja. Nochmal der Appell an euch, auch wenn ihr den Film früher verlasst, draußen genau vom Ausgang steht die Box, reißt einfach irgendwas ab, 2 Punkte und geht dann heim oder so. Ein oder 2 Punkte, je nachdem. Und ihr habt dann wirklich, wenn ihr die Woche drauf seid, wieder dabei seid, auch die Chance, 2 Freikarten zu gewinnen. Ich meine, dann wird sich das jedenfalls wieder raushauen, wenn ihr den Film nicht so gut fand. Was ich aber gesehen habe, es war sehr ruhig während des Films. Normalerweise, wenn der Film nicht so ist, wird viel getuschelt oder an unpassenden Stellen gelacht. Das hatte man hier fast gar nicht. Und vor allen Dingen die Handy-Displays habe ich nicht eins gesehen. Ich habe eins gesehen. Ja, aber nicht viele. Normalerweise ist viel, viel mehr. Ich habe eine aufgesprungen. Doch, ich habe schon fast gedacht, der filmt mit, aber na, war es doch nicht. Also mit Film, wenn ich das sehe, dann... Das darf nur ich. Nicht gut, nicht gut.
Na, während des Films darfst du auch nicht. Oh ja, dann. Hubala. Also wenn du während des Films mitdrehst und ich krieg das mit, dann warst du das letzte Mal hier gewesen. Ja, ich dachte es mir schon. Trotzdem fehlt deine okay, dein Tipp noch. Meine Bewertung. 7,8. Was hast du gesagt? 7,8. Verdammt, dann sage ich 7,75. So. Ja, okay. Dann bist wahrscheinlich du näher dran, aber ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Wenn du den Film von nächster Woche schon so anpreist, hast du dann einen Tipp für uns? Nee, nicht direkt jetzt. Wann dann? Vielleicht darunter. Wenn das irgendeiner anguckt, ja, es guckt sich natürlich, ihr guckt es an und viele andere gucken das auch an. Und ich verstehe. Ich erinnere mich nochmal dran. Ja. Dass ich wirklich nochmal einen Tipp raussuche, dann packe ich einen Tipp runter. Ist ja nicht so wichtig. Aber ihr seht, der Dirk möchte anscheinend, dass er nächste Woche reinkommt. Wie er umsonst reinkommt, können wir jetzt das sagen. Der Dirk hat sich nämlich ein kleines Gewinnspiel auf der Facebook-Seite und der Facebook-Gruppe der CineSneak Fuller ausgedacht. CineSneak Fuller heißt die Gruppe, ne? Ich blende es nochmal ein. Ja. CineSneak Fuller, da gibt es eine Gruppe und eine Seite. Wir hatten mit einer Gruppe angefangen, irgendwann wurde es eine Seite und ich konnte die Gruppe nicht auflösen, jetzt haben wir halt beides. Ich mag die Gruppe eh viel lieber. Ach ja, genau. Wie funktioniert das? Es ist ein Blind Date. Es gibt zwei Freikarten zu gewinnen. Ihr müsst einfach nur kommentieren, wo ihr wollt. Ja. Also wahrscheinlich auf besser gesagt eine PN, sonst weiß man ja schon, wer so mit dabei ist. Schickt mir einfach eine PN. Ich schreibe auch nochmal alles dann hier in Facebook rein. Ihr schickt eine PN, dann weiß ich, okay, ihr möchtet mitmachen. Sucht mir dann halt zwei raus. Am besten ein Mädel und ein Junge. Und die kommen beide in den Kuschelsitz und dann, ja. Umsonst. Umsonst natürlich, klar. Und gucken sich dann den Film an und haben entweder zusammen Spaß oder einer sitzt links, einer sitzt rechts oder... Ja. Einer geht vorher, man weiß es ja nie. Aber Finger voneinander lassen, das ist unhygienisch. Wer weiß, wer weiß, wer da mal irgendwann Tacos essen möchte. Gut, mit diesen interessanten Bildern im Kopf entlassen wir euch jetzt in die neue Woche. Ganz wichtig noch, schreibt dem Dirk eine PM, nicht Move36, müllt unseren Account nicht zu. Passiert das? Weiß ich nicht, aber ich wollte es nur noch mal sagen. Gut, ja, also mir. Ja, ihm. Tschüss, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Riddick als tollkühner Admiral eines US-Kreuzers steht auf dem Deck. Die pazifische Sonne spiegelt sich auf seiner Glatze und er ahnt Böses. Plötzlich gehen die Sirenen an. Schweiß steht ihm auf der Stirn, verzweifelt sieht er sich um und erwartet den Angriff. Und ein einzelner schrottiger Flieger erscheint am Horizont. Stifler, mit lautem Geschrei steuert er auf die Kreuzer zu und springt aus dem Flugzeug, kurz bevor es aufschlägt. Der Flieger versenkt sage und schreibe 7 Flugzeugträger und 8 Zerstörer. Stifler stürzt weiter auf den Kreuzer von Riddick zu. In seiner Hand eine unerkennbare Waffe. Riddick zieht sein Messer, doch seine furianischen Augen werden von der Sonne geblendet. Und Stifler erschlägt ihn aus dem Fall mit dem pinken Dildo und zerschellt auf dem Deck. Abspann.